Hallo Freunde, grüß Gott, herzlich willkommen zum Silvester-Abschied, Neustart, wie immer man das sehen möchte, also nicht vom Kanal, sondern vom Jahr 2017 war. Ich werde es jetzt komplett unspektakulär machen, es könnt ihr euch ja nur anhören, es müsst es nicht unbedingt anschauen. 2017 war sicherlich ein sehr spannendes Jahr, aber auch, und das haben wir schon öfter festgestellt, die letzten Tage, Wochen, ein sehr ruhiges Jahr. Habe ich viel umgedacht und mich geistig nicht verändert, aber mir ist einiges bewusster geworden. Ich möchte sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, was ich persönlich 2017 erreicht habe mit euch, durch euch, gemeinsam. Das ist ja das, was am schönsten ist. Und ich weiß durchaus und mir ist durchaus bewusst, dass 2018 mein Jahr wird. In vielerlei Hinsicht, in sehr vielen Dingen von YouTube natürlich, aber auch privat wird sich 2018 wieder einiges tun. Und ich bin froh und stolz drauf, dass ich jetzt kurz vor Silvester sagen kann, dass ich wirklich, wirklich positiv in die Zukunft blicke, aber positiv für das 2017 mitnehme. Ich glaube, 2017, 2018 werden, ich habe das so ein Gefühl, also 2017 finde ich trotz der vielen Pausen und sehr unregelmäßigen Uploads finde ich es absolut gelungenes Jahr. Also ich könnte überhaupt nicht beschweren und ich bin mit 37.000 fast 200 Abonnenten. Aber ich merke ja, es geht ja nicht um die Anzahl der Abonnenten, es geht um die Interaktion insgesamt. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich einer derjenigen, der ehrlich behaupten kann, dass das Wahnsinn ist, was da jeden Tag passiert. Ich spiele Spiele, die mir Spaß machen. Mein persönliches Highlight war auf jeden Fall, natürlich neben PUBG Goldrush. Goldrush ist mein Spiel, kann man nicht anders sagen. Jetzt haben wir wieder neue Inhalte und am 18. Jänner kommt das erste DLC raus, auf das wir uns auch sehr freuen. Und da wird noch viel passieren. Es ist das einzige Spiel, was nicht läuft. Es ist leider Gottes nicht wirklich gut läuft. Autobahnpolizei-Simulator. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage so viele Spiele gezockt. Von Total War bis zu Gilde 3. Über Transportfieber, alles mögliche, natürlich Goldrush, Train, SimWorld und weitere Spiele und alle probiert. Also unglaublich, es ist wirklich unglaublich, was wir hier mit dem Rechner gemacht haben. Das funktioniert alles bestens. Meine Livestreams, das haben vielleicht natürlich noch nicht alle mitgekriegt, bitte nicht wundern, meine Livestreams werden zum Teil auch hochgeladen. Es hat den Hintergrund, dass ich weiß, dass viele nicht live zuschauen können und sie noch nicht eine Stunde langes Video anschauen möchten. Verstehe natürlich und mir ist auch jetzt gestern erst gesagt worden, dass das auf Datenvolumen geht. Das war mir nicht bewusst. Ich werde Videos, das geht jetzt wirklich schnell, brauche ein Video zum Encodieren, 15 Minuten, 16 Minuten Video, brauche ich ca. 10 Minuten. Und das macht man ein Video um zwei Drittel kleiner. Also das ist ein Wahnsinn und kann dann dementsprechend schneller hochgeladen werden. Ich werde das beides bieten. Ich werde Livestreams bieten 2018, ich werde Let's Plays bieten, ich werde Let's Plays regelmäßig machen. Das ist das Wichtigste, was mir aufgefallen ist, was für mich persönlich ein Punkt war, was ich nicht gut finde. Persönlich. Ich möchte regelmäßige Videos bieten. Ich möchte nicht, einmal kommt das und einmal kommt es nicht. 2018 sollte es, und das ist mein persönlicher Wunsch für 2018, dass es regelmäßiger kommt. Wenn ich Projekte mache, dann möchte ich es regelmäßig machen. Ich möchte es, wie gesagt, ständig, ihr sollt wissen, wann kommt ein Projekt. Ich weiß nicht, ob wir dafür einen Upload-Plan brauchen. Weiß ich nicht. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob euch das besser gefällt. Und wenn ja, dann können wir es machen. Wenn nicht, dann lassen wir es weg. Aber ich möchte euch nur mal wirklich Dankeschön sagen. Ich möchte euch alles, alles Liebe wünschen. Einen guten Rutsch wünschen. Und wir sehen uns sicherlich morgen Abend, also am 01.01.2018, wieder in einem Livestream, was auch immer wir dann spielen werden. Ich bin gespannt, ihr dürft auch gespannt sein, wie es weitergeht hier im Kanal. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich, wirklich herzlichst beim Richard bedanken. Den habe ich aber gerade der Botschaft geschickt. Richard ist eine wahnsinnige Bereicherung am Kanal. Ich glaube, ihr seht das mindestens genauso wie ich. Also Richard ist Wahnsinn. Es ist natürlich immer nett, wenn man jemanden hat, der auf gleicher Wellenlänge ist. Wenn man jemanden hat, mit dem man reden kann, beziehungsweise gemeinsame Spiele spielen kann.
Richard ist definitiv mehr als wie ein Sidekick oder so. Richard ist wirklich ein guter Freund geworden und es macht immer wieder Spaß, mit ihm Dinge zu spielen, zu besprechen. Wir haben auch für 2018 ein großes Projekt geplant, ein wirklich großes Projekt und da hoffe ich sehr, dass ihr das geil finden werdet. Wobei, sagen wir es, wir würden das Projekt nicht machen, wenn es nicht geil werden würde. Ich werde wieder Hof Bergmann zocken, weil ich Lust drauf habe, weil es ja jetzt perfekt läuft, 60, 70 Frames ohne Probleme. Und wir werden natürlich auch Welle weiterspielen. Ich möchte euch einladen dazu, 2018 dabei zu sein. Ich möchte es gerne so ruhig und angenehm haben wie 2017. Das war ein richtig wahnsinniges Jahr. Also von so vielen Belangen her. Also wie gesagt, ich habe mich denkweisen verändert. Ich habe mit sehr vielen YouTube-Kollegen, Dankeschön an den Werner von Burning Gamers, an den Ansgar von Nord3DW. Das ist einfach Wahnsinn. Ja? Das sind so nette Typen. Man fühlt es ist einfach viel leichter, wobei ich nichts Projektmäßiges mit einer mache. Aber fühlt es ist einfach viel leichter, wenn man weiß, okay, man kann meinen Zusehern normale, geile Kanäle empfehlen. Es gibt nimmer den Twist, generell glaube ich, was den es früher mal gegeben hat zwischen Simulator-Kanälen. Ich persönlich finde das richtig, richtig angenehm, wenn man mal im Skype miteinander schreibt, wenn man mal im Livestream vorbeischaut und wenn man noch Hallo sagt. Und das ist das Wichtige. Man muss ja nicht immer stundenlang zuschauen und niemand verlangt von irgendwem, dass man stundenlang zuschaut. Aber mal Hallo und wie geht's da und drei Wörter schreiben und dann geht man halt wieder aufnehmen. Aber das finde ich richtig, richtig nett von Werner und von Manska. Und ich freue mich auf 2018, weil ich dann zu 99% in Deutschland in Schwandorf sein werde und 2018 werden wir uns treffen. Hoffentlich. Also, ich habe ja schon Werner getroffen in bei Nürnberg. Wie heißt das nochmal? Also auf die Farm kann, aber egal, mir fällt es jetzt nicht ein. Egal. Und in Ansgar getroffen und viele andere getroffen. Mit manchen mehr gesprochen, mit manchen weniger, weil man einfach sie noch nicht so gut gekannt hat. Aber es wird 2018 sicherlich wieder die Möglichkeit geben. Wie gesagt, in Schwandorf. Der Onkel wird vermutlich hinfahren. Also es liegt. Ich möchte nicht behaupten, dass ich keinen Bock habe, um Gottes Willen. Leider kann Richard nicht. Das ist sehr schade. Also mit Richard wäre ich richtig gern dort gewesen. Das hätte richtig, richtig Spaß gemacht, wenn wir da zu zweit drauf düsen nach Germany. Wir werden aber sicherlich sonst da abseits vom FarmCon treffen. Miteinander Spaß haben. Alle miteinander. Und das ist das Wichtige. Und ich möchte euch jetzt nicht mehr langweilen. 10 Minuten gestreckt wird dieses Video nicht werden. Geht es ja von da aus, weil mir nichts mehr einfällt. Danke für alles. Das ist mir wirklich, es ist wirklich Wahnsinn. Und ich freue mich so, dass wir das alles an diesen Rechner jetzt realisieren haben können. Und das sind eure Spenden, die da reingeflossen sind. Das muss man so sagen, wie es ist. Und das finde ich super nett, dass so viele da bereit sind, mich zu unterstützen. Auch finanziell. Also das ist Wahnsinn. Da ist. Macht so alles vielleicht. Muss nicht sein und ihr unterstützt mir anders, perfekt, aber es ist natürlich Spendengeld, was da drinnen ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, jetzt ist jetzt Ende. Ich will keine 10 Minuten hier machen. Das ist immer so 10 Minuten. Ah, okay. Macht es gut. Danke für alles. Ich wünsche euch und euren Lieben wirklich das Beste. Macht es nicht zu laut, aber auch nicht zu leise. Feiert schön rein ins neue Jahr. Wir sehen uns morgen wieder, spätestens. Und macht es gut. Tschüss.